Frage 14. Warum fällt der Aktienkurs von Steinhoff immer weiter? Tja, da gibt es auch viele Gründe, würde ich sagen. Punkt 1 ist für mich, nachdem Steinhoff klar gemacht hat, hallo, hier ist euer Diol. Wie versprochen, Teil 2 von den Fragen. Also geht es weiter mit Frage 11. Helmut glaubt, dass es kein Angebot der Gläubiger geben wird, weil die auch nicht alle an einem Strang ziehen. Lieber Helmut, genau das sehe ich sehr ähnlich. Ich glaube, es wird gar kein Angebot der Gläubiger kommen. Warum auch? Sie bieten uns doch schon großzügig 20% von nichts an. Warum soll da noch ein Angebot kommen? Es wird erst ein Angebot kommen, wenn man sie dazu zwingt. Vorher werden sie gar nichts tun. Nun haben wir 960 Millionen Stimmen, ca. 22,5% aller Aktien. Ich denke, spätestens jetzt werden wir ernst genommen. Freude und Euphorie spare ich mir. Und die Zahlen müssen nämlich erst an der Hauptversammlung am 22.03. überboten werden. Sollten wir 8 und 9 ablehnen, erst dann und keine Minute vorher, machen sich die Hedgefonds Gedanken, was günstiger ist. Eine Abfindung oder der Exitus. Also selbst bei Abstimmung könnten es die Gläubiger auf eine Inso ankommen lassen. Halte ich zwar für extrem unwahrscheinlich, aber nicht für ausgeschlossen. Und ja, Helmut hat recht. Nicht alle Gläubiger ziehen an einem Strang. Dies ist aber sehr positiv und unsere Chance. Sollten wir wirklich in eine Insolvenz schlittern, dann werden zuerst die CPU-Gläubiger bedient, dann die restlichen Gläubiger und ganz am Ende kommen wir Aktionäre. Sollte das Eigenkapital wirklich negativ sein, was die Sonderprüfung ja herausfinden muss und hoffentlich wird, haben die ungesicherten Gläubiger sicher kein Interesse, all ihr Geld zu verlieren. Auch deswegen werden die sicher nicht unbedingt den gleichen Weg gehen wie die CPU-Gläubiger. Sollten wir die CPU sprengen, was in Südafrika ja schon mal diskutiert wurde, dann wird das sicher richtig lustig. Ich glaube immer noch, dass man es mit der Drohkulisse Inso, Totalverlust, negatives Eigenkapital und einem Kurs von kleiner 2 Cent versucht. Sollte dies aber scheitern, wird ein neuer Plan kommen und kann eigentlich nicht schlimmer sein als der vom 15.12.22. Zwölftens. Die Gläubiger wollen doch keine Insel, oder? Das sehe ich genauso. Die Gläubiger wollen eigentlich die ruhige Verwertung der Assets. Und die würden sie verlieren. Weil wenn wir in die Insolvenz gehen, da kommen die Insolvenzverwalter, die verlieren erstmal die Kontrolle über das Unternehmen. Und danach, ja, wird es einen hohen Abschlag bei einem schnellen Verkauf geben. Die Gläubiger würden übrigens ihre Verlustverträge verlieren und die PIK-Zinsen in Höhe von 3 bis 5 Milliarden Euro. Die Gläubiger haben es aber selber in der Hand. Es liegt an ihnen, einfach zu verlängern. Die können einfach bis zum 31.12. verlängern, wenn sie nur wollen. Wären sie davon abhängig von anderen, wäre diese Drohkulisse nicht aufrechtzuerhalten. Frage 13. Helmut macht sich Sorgen, weil sich die Töchter so negativ entwickeln. Also würden sich die Töchter operativ negativ entwickeln, wäre ich ganz bei dir, lieber Helmut. Aber es sind aktuell nur die Aktienkurse. Bei der Sonderprüfung wird die Berechnung, denke ich, anders verlaufen. Man kann ja einen Unternehmenswert anhand der Bilanzzahlen ermitteln. Ein Aktienkurs ist ja nur temporär. Deswegen kann man ja auch sagen, ob ein Unternehmen über- oder unterbewertet ist. Dass Pepco und Pepco aktuell fallen, hat viele Gründe. Für mich der Hauptgrund natürlich, mit Bekanntwerden des Widerstandes durch die SDK gingen sowohl Pepco als auch Pepcor gleich deutlich nach unten. Also kein Zufall, hier wird manipuliert ohne Ende. Aber es ist leider nicht nur Manipulation. Denn seit Ende letzter Woche gehen die Märkte ganz schön in die Knie, dank der SVB, der Silicon Valley Bank. Und das lässt natürlich auch Pepco und Pepcor nicht kalt, weil wenn die Gesamtmärkte runtergehen, werden natürlich alle Werte davon betroffen. Ja. Bei Pepco kommt noch mehr dazu,
Und zwar die Lastabwürfe, die schlechte Stromversorgung, teilweise 2 Stunden Strom am Tag, das können wir uns in Deutschland überhaupt nicht vorstellen, und der sehr schwache Rand. Das führt natürlich auch zu schwächeren Aktienkursen. Aber ich bin mir sicher, dass ohne Manipulationen trotzdem die Kurse sehr viel besser dastehen würden. Aber man darf das natürlich nicht ausblenden. Frage 14. Warum fällt der Aktienkurs von Steinhoff immer weiter? Tja, da gibt es auch viele Gründe, würde ich sagen. Punkt 1 ist für mich, nachdem Steinhoff klargemacht hat, keinen Millimeter von ihrem Plan abzuweichen, haben sehr viele Kleinaktionäre resigniert und verkauft. Zweitens, der Kurs wird weiterhin geschortet, um auch den letzten Aktionär zum Verkauf zu bewegen. Das sieht man vor allem gut in den letzten Tagen. Ich mache da auch immer meine Screenshots und alles, um Beweise zu sammeln, weil behaupten kann man ja viel, ne? Also zum Start des Tages werden oft 2 bis 3 Millionen Aktien unlimitiert in den Markt geworfen, was kein normaler Mensch macht, und den restlichen Tag gedeckelt. Also könnt ihr mal einfach gucken, zum Start des Tages geht es gleich mal runter mit 2, 3 und dann ist immer 1, 2, 3 Millionen teilweise als Deckel obendrauf, die kleinen Aktionäre natürlich nicht wegkaufen können. So fällt der Kurs natürlich jeden Tag aktuell um 0,1 Cent. Drittens, Steinhoff verschwindet ja aktuell aus mehreren Indizes. Diese Fonds, die dort Steinhoff repräsentiert haben, verkaufen natürlich nach und nach ihre Bestände, wie zum Beispiel iShares. Viertens, bei all den negativen Nachrichten und der Drohkulisse steigen nur wirklich harte Zocker ein. Das reicht aber natürlich nicht, um den Kurs zu stützen. Fünftens, die Angst vor dem 22. März. 22. März ist Mitte nächster Woche. Ich muss sagen, richtig nervös bin ich komischerweise nicht, aber doch angespannt und ich bin mal gespannt, was da passiert. Viele haben aber immense Angst, dass wir bei der Abstimmung verlieren könnten. Sollte nämlich 8 oder 9 durchgehen, würde der Kurs höchstwahrscheinlich sofort auf 0,01 Euro fallen. Aber was passiert, wenn wir 8 oder 9 ablehnen? Das werden wir sehen. Auf jeden Fall erfreulicher als andersrum. Nach der Nachricht, dass die SDK 960 Millionen Aktien bei der Hauptversammlung vertritt, kam es sofort zu Short-Eindeckungen, die den Kurs bis auf 0,0194 explodieren ließen. Die damit einhergehende Ruhe im Forum war einfach wunderbar und schön. Wahrscheinlich haben einige von denen einen Herzstillstand erfahren, weil sie sich doch so sicher waren, dass die Sache hier durch ist. Gestern Abend und heute Morgen wurde eins bewiesen: Es gibt immer noch Leerverkäufer. Klar, die Hedgefonds sind sicher sicher, dass Steinhoff, ja, auf 0,001 übrigens der niedrigste Kurs, der möglich ist, fallen wird. Und deswegen kann man ja auch noch bei 1,4 oder 1,3 Cent sicher short gehen, weil geht ja nochmal über 90% runter theoretisch. Und dass es bezahlte Schreiber gibt, wurde natürlich auch bewiesen. Denn nachdem es rausgekommen ist mit den 960 Millionen Stimmen, waren sie alle weg. Kein einziger mehr da. Also 100% aller Bäscher waren weg. Keiner hat mehr geschrieben. Man hat normal geredet, normal diskutiert, so wie es eigentlich in einem Forum sein soll. Und kein einziger war mehr da. Und das ist für mich kein Zufall. Das letzte Mal ist nämlich genau das passiert, als wir von 1,5 auf 2,8 Cent gestiegen sind. Also immer wenn irgendwelche Ereignisse passieren, die nie so positiv sind für die Hedgefonds und für die Shorties und alles Mögliche, ist hier mal Ruhe. Und das haben wir uns auch mal verdient. Frage 15. Warum steigen andere Hedgefonds nicht ein? Ich denke auch, dass es da zahlreiche Gründe gibt. Einer zum Beispiel, das Risikoprofil passt nicht. Also es gibt einfach welche, die nicht so riskant investieren dürfen, wie es andere machen. Dann, man sieht bei Steinhoff, dass sich die Hedgefonds zum Beispiel untereinander nicht einig sind und sich dann mit anderen Hedgefonds um die Rosinen streiten, das wollen viele sicher auch nicht. Neue Hedgefonds müssten sich einarbeiten, das kostet viel Zeit und Geld. Und wenn Steinhoff abgewickelt werden soll, wie es aktuell aussieht, wer tut sich das dann noch an? Außerdem, manche Hedgefonds stehen in enger Konkurrenz, ist immer so, nicht jeder mag jeden, und das tut man sich dann auch nicht an. Also ich würde niemals
ja, mit einem Nachbar zum Beispiel, den ich nicht mag, irgendwie ein gemeinsames Projekt machen, weil ich mag den nicht und deswegen ist der Streit vorprogrammiert. Und erneute Verträge, wonach die Gläubiger immer Vorrang haben, das ist natürlich auch nicht schön. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin gläubig, ein Hedgefonds will da jetzt rein und ich weiß ganz genau, egal was ich jetzt mache, die anderen werden vorrangig behandelt. Dann bin ich hinten in der Kette und wenn wirklich was Schlimmes passiert, dann verliere ich alles. Aus aktuellem Anlass gibt es auch einige Hedgefonds, denen es vielleicht wirklich nicht so gut geht. Sage ich wieder die SVB-Krise. Kriegt man ja auch mit, aktuell Commerzbank, Deutsche Bank, alle Banken eigentlich mit dicken Minuszeichen jeden Tag. Und ich denke, es gibt wirklich Hedgefonds, die auch unter dieser Silicon Valley Bank-Krise leiden. Und ja. Die werden hier sicherlich irgendwie einsteigen oder wenn sie drin sind, werden sie vielleicht sogar aussteigen, weil sie es müssen. Gibt aber sicher noch mehrere Gründe dafür. Frage 16. Helmut, du sagst, 0,03 Euro wären 100% Kursplus. Warum sollten die Hedgefonds diesen Preis zahlen? Naja, es hört sich so an, warum sollen sie irgendwie 100% Aufschlag zahlen auf den jetzigen Kurs? Also ganz ehrlich, wir wissen beide, dass sowohl 2 als auch 3 Cent kein fairer Kurs ist. Du, Helmut, hast selber gesagt, du hast mit maximal 5 Cent gerechnet. Das wäre vom jetzigen Stand das Dreifache. Und die Kurse, die wir jetzt haben, sind im Endeffekt Panik geschuldet, Manipulation geschuldet und so weiter, hat aber mit fairem Wert überhaupt gar nichts zu tun. Wenn ich ein Hedgefonds wäre, würde ich mal grob rechnen. Also, wenn ich ein Hedgefonds wäre, würde ich natürlich nicht grob rechnen, aber ich rechne jetzt einfach mal grob. Und ganz ehrlich, es ist wirklich grob. Nicht, dass jemand sagt, du hast das vergessen, du hast das vergessen, du hast das vergessen. Nein, wenn ich jetzt hier irgendeine komplexe Rechnung mache, sitze ich hier noch Stunden. Und ich mache es einfach mal so leicht wie möglich. Assets und zukünftige Gewinne nehme ich jetzt einfach mal nur. Also, ich bekomme jetzt, wenn man alles nimmt, 5 Milliarden Euro Zinsen in den nächsten 5 Jahren, wenn der Plan von den Hedgefonds aufgeht. Weil die kriegen ja 10% weiter. Auf 10 Milliarden sind es 1 Milliarde pro Jahr. Ich weiß, Zinseszinseffekt ist dann noch mehr. Aber ich rechne jetzt einfach mal konservativ. Außerdem sagen wir einfach mal, die Assets würden nur um 10% steigen. Aktuell steigen sie mehr als nur 10%. Aber nehmen wir einfach mal an, nur 10%. Wir haben Assets von ungefähr 10 Milliarden, sagen wir mal, weil es ungefähr so hoch wie die Schulden. Und dann ist die Asset-Steigerung pro Jahr auch ungefähr 1 Milliarde, wären auch wieder 5 Milliarden auf die 5 Jahre. Also, dann sagen wir einfach mal 5 Milliarden Zinsen, 5 Milliarden Asset-Steigerung sind 10 Milliarden. So, wie schon gesagt, ohne Zinseszins, alles ganz, ganz grob überschlagen. Verlustverträge lasse ich auch mal einfach weg. Und ja, jetzt wollen die Aktionäre aber Stress machen. Die wollen eine Abfindung haben, die wollen teilweise sogar an der neuen Firma beteiligt sein, die sehen, wie viel Stein auf Wert ist, was das für ein Potenzial hat und wollen davon einfach auch profitieren. Die Hedgefonds aber wollen alleine alles für sich haben. Aber wenn man sich mit den Aktionären nicht einigt, was passiert dann? Ganz genau, dann verlieren am Ende beide, weil die Aktionäre gegen alles stimmen und die Hedgefonds ja, sagen, ihr kriegt einfach nichts. So, jetzt sagen wir mal einfach, berechnen das aus. Ich bin ein Hedgefonds, ich bekomme 10 Milliarden auf 5 Jahre. Es gibt 4,54 Milliarden Aktien, also verdiene ich unter perfekten Voraussetzungen 2,30 Euro je Aktie auf 5 Jahre. 2,30 Euro, das ist viel. Das sind 46 Cent pro Jahr. So, mache ich jetzt diese 80-20-Geschichte, die Sie ja vorhaben, wären das immer noch 9,2 Cent. Das wäre für mich eigentlich der Wert, der den Hedgefonds nichts, aber auch 0,0 Schmerzen bereiten würde. Außer vielleicht gekränkten Stolz, dass Sie es zahlen müssten, weil die Aktionäre sich gewehrt haben. Alles unter diesen 9,2 Cent wäre absolut nicht hinnehmbar für uns, wenn man die zukünftigen Gewinne etc. sieht. Könnte man auch gut 23 Cent zahlen und kein Hedgefonds müsste deswegen zugrunde gehen. Das wäre ein halbes Jahr. Müsst ihr euch vorstellen, die profitieren dann immer noch 4,5 Jahre davon,
ein halbes Jahr würden sie an uns abgeben. Das wären sogar keine 80-20, sondern 90-10 Geschichte. Also, nee. Wenn man jetzt 80-20 auf die Gesamtlaufzeit rechnet, würden wir nämlich 46 Cent bekommen. Weil sie immer auf 80-20 pochen. Das heißt, wenn man das einfach alles laufen lässt, dann wären 2,30 Euro möglich und sie müssten uns dann bei 80-20 46 Cent geben. Ich bin mir ganz sicher, wenn wir ein Angebot von 46 Cent bekommen würden, gibt es vielleicht ein paar Größenwahnsinnige, die sagen, unter 1 Euro verkaufe ich nicht. Aber ich würde sagen, 97-98% wären dann draußen. Dann können die jetzt schon was machen, was sie wollen und alle wären glücklich. Die SDK hat ja schon geschrieben, dass sie mit 13 bis 50 Cent rechnet. Ich komme jetzt grob gerechnet auf 9,2 bis 46 Cent. Da bin ich ja fast ein bisschen stolz, weil es ja fast das Gleiche ist. Eigentlich lustig. Okay, gehen wir zu Frage 17. Welchen Einfluss haben die aktuellen Börsenunsicherheiten auf eine mögliche Entschädigung? Puh, sehr gute Frage. Sollten wirklich einige Hedgefonds in Schieflage geraten, dann hat das natürlich Einfluss darauf. Aber diese werden wahrscheinlich sowieso eher fertigstellen, da sie das Geld brauchen werden. Aber bei denen, die 3 bis 5 Jahre verlängern wollen, wird es wenig Einfluss haben. Da die wohl auch hier sehen, wie viel Cent die Aktie sie bei einer Verlängerung verdienen werden. Die Silicon Valley Bank Krise, ich sage jetzt einfach immer SVB, weil sonst kriege ich einen Knoten im Hals, in der Zunge natürlich, werden sie aber wahrscheinlich in die Verhandlungen einziehen und sagen, ja okay, ohne diese Krise könnten wir euch 23 Cent zahlen, aber wie alle so schlimm davon betroffen wird, machen wir jetzt einen 20% Abschlag und ihr kriegt von mir 17 Cent oder sowas. Ich glaube, selbst da könnten einige, also da wird es welche geben, die sich wieder querstellen, weil 17 Cent dann doch wieder recht wenig ist. Aber jetzt die jetzigen 1,6, 1,7 Cent, das geht halt überhaupt gar nicht. Und ich bin mir sicher, dass unter 13 Cent, was auch die SDK gesagt hat, 99% nicht verkaufen werden. Also ihr müsst euch irgendwas ausdenken zwischen 13 und 50, wie die SDK gesagt hat. Und je näher das natürlich Richtung 50 ist, desto mehr werdet ihr loskriegen. Ich finde 50 jetzt nicht realistisch. Aber irgendwas zwischen 25 und 35 finde ich sogar recht fair. Ob es passiert oder nicht, weiß ich nicht, weil die Hedgefonds wollen uns ja gar nichts geben. Aber ihr müsst überlegen, wir haben jetzt 960 Millionen Stimmen. Ob ihr genauso viel habt, werden wir sehen. Frage 18. Die Bereitschaft der Gläubiger, eine Entschädigung zu zahlen. Was hältst du davon? Ja, okay, davon habe ich ja jetzt schon ziemlich viel geredet davon. Und habe eigentlich schon fast alles dazu gesagt, dass freiwillig gar nichts da passieren wird. Und erst wenn ihre zukünftigen Gewinne in Gefahr sind, sprich, wenn man sieht, der Vorschlag wird abgelehnt mit 8 und 9, ich glaube, erst dann bekommen wir einen Prozentsatz davon. Vorher werden die gar nichts machen, weil sie sich siegessicher sind. Dann noch 19. Also sehr interessanter Punkt von Steinmetzchen wieder mal. Übrigens ein sehr geschätzter Forist von mir. Hat Steiner vor Gericht eigentlich gelogen? Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Steinmetzchen sagt, dass Steinhoff nämlich vor 2021 vor Gericht trotz drohender Überschuldung jegliche Gefahr zurückgewiesen hat. Sie haben gesagt, Step 2 und 3 laufen parallel, Insolvenz ist kein Risiko mehr. Man wusste von der Zinswende, da diese schon im Sommer 2021 angekündigt wurde. Also die kam auch nicht wirklich überraschend. Vielleicht in der Intensität überraschend durch den Krieg, aber im Endeffekt war es klar, dass sich die Zinsen ändern werden. Nun, obwohl die Töchter sich sehr gut entwickelt haben, soll alles, was man vor Gericht ausgesagt hat, plötzlich nicht mehr gelten. Wie ich schon oft sagte, ist das Argument mit Krieg, Inflation und Zins nur vorgeschoben. Hätte man sich schlechter entwickelt, okay, aber Rekordzahlen liefern und dann dieses Argument, sehr unglaubwürdig. Nun wird man hier für dumm verkauft. Man rechnet sich absichtlich arm. Mattress wird mit 0 Euro angesetzt, aber ja, man hat ja den IPO verschoben und ohne IPO-Verschiebung wäre da nicht 0 drin gestanden. Der Pepco-Kurs war natürlich rein zufällig am Bilanzstichtag am All-Time-Low und ist danach exorbitant sofort gestiegen, ganz zufällig alles. Aber zum Glück wird es hier bald eine Sonderprüfung geben und den Licht ins Dunkel bringen. Und jetzt kommt die 20. Was ist eigentlich mit dem Aktienrückkaufprogramm geworden? Das ist eine sehr gute Frage.
Naja, also ein Aktienrückkaufprogramm hätte auf jeden Fall den Aktienkurs gestützt. Aber wir kennen ja jetzt den Plan von Management und den Hedgefonds und eine Stützung des Aktienkurses passt natürlich überhaupt gar nicht in den jetzigen Plan. Ich frage mich dann halt einfach, warum wurde das dann überhaupt genehmigt? Ich finde, das hat nur zusätzlich verwirrt. Wenn ein Aktienrückkaufprogramm genehmigt wird, steigt der Kurs normalerweise. Aber wir sind ja bei Steinhoff. Da ist alles anders. Sah alles bis zum 15.12. gut aus. Zumindest bis Oktober, wo es das erste Mal hieß, es geht nur um Verlängerung. War ab dem 15.12. für die Aktionäre plötzlich alles ganz anders. Deswegen wurden wir hier eindeutig getäuscht. Abschließend will ich noch eins sagen. Es ist schön und gut, dass wir 960 Millionen Stimmen erreicht haben. Mehr, aber auch nicht. Wir wissen nicht, wie viele Stimmen unsere Feinde haben. Es sieht zwar gut aus, aber sicher ist nichts. Vor allem nicht bei Steinhoff. Und diese Kriminalität, die die an den Tag legen, unsere Feinde, keine Ahnung, wo die irgendwelche Stimmen dann vielleicht rauszaubern. Also noch nicht zu früh freuen, bitte. Der Kurs heute zeigt es auch mal wieder. Von plus 30% auf fast minus 20%. Sowas gibt es auch nur bei Steinhoff, vor allem nach so positiven Nachrichten. Aber, naja, das heißt ja immer, es gibt keine Leerverkäufer bei dem Niveau. Aber ganz ehrlich, 18 Millionen unlimitiert geworfen, ich glaube, spätestens das ist ein Beweis, dass Leerverkäufer immer noch aktiv sind. Dass es bezahlte Schreiber gibt, ist nun auch erwiesen. Oder waren die alle zufällig, gleichzeitig weg, als die Nachricht mit der SDK gekommen ist? Das war sicher sehr, sehr unangenehm für die und für uns sehr, sehr angenehm, weil wir genau das Forum hatten, was wir wollten. Mit der Leerverkaufsattacke am Nachmittag waren sie aber plötzlich wieder alle da. Sicher wieder nur ein Zufall. Also inzwischen sollte jeder wissen, was deren Auftrag ist. Wahrscheinlich hatten die eine Sitzung nach der SDK-News und versuchen jetzt es mit einer neuen Strategie. Aber da seht ihr, was hier im Forum wird, wenn die Hedgefonds verlieren sollten. Auf diese Zeit werde ich mich schon extrem freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wenn euch der zweite Teil des Videos gefallen hat, könnt ihr natürlich trotzdem noch meinen Channel abonnieren. Ihr könnt auch das gerne liken und auch gerne teilen. Und in wenigen Tagen, also erstmal ein schönes Wochenende wünsche ich euch und in wenigen Tagen sind wir schlauer. Wenn das jetzt wirklich gut ausgeht am Mittwoch und wir wirklich das ablehnen, dann haben wir extrem viel in der Hand. Und wie ihr aus all den Fragen, die mir gestellt wurden, sehen könnt, ist dann wieder extrem viel Hoffnung auch da, was wir wahrscheinlich auch im Kurs sehen werden. Aber inzwischen ist mir der Kurs eigentlich egal, weil nach dem, was die uns angetan haben, habe ich überhaupt keine Lust mehr, irgendwie mich mit 4, 5, 6, 7 Cent zufrieden zu geben. Die haben uns hier versucht zu betrügen, die haben uns versucht hier rauszudrängen. Bei 1, 2 Cent haben sie die Aktie noch als teuer verkauft. Und unter 13 Cent wird hier keiner rausgehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und entweder ihr gebt uns eine angemessene Abfindung oder ihr müsst auf die 2,30 Euro auf 5 Jahre leider verzichten. Bis dann, euer Diol.